Hallo, was ist eigentlich ein Double Dispatch? Ein Thema von der objektorientierten Programmierung. Erstmal, um die Überraschung vorwegzunehmen, ein Double Dispatch heißt eigentlich nur dieselbe Funktion mit vertauschten Parametern erneut aufrufen. Warum man sowas machen sollte und wie das funktioniert, werde ich jetzt gleich erklären. Erstmal vorweg, das Ganze ist eigentlich nur interessant für Sprachen, die nicht typisiert sind. Warum ist das nur für nicht typisierte Sprachen interessant? Weil nicht typisierte Sprachen können nämlich keine Funktionen überladen. Und auch, weil sie keine statische Typprüfung haben. So, nur kurz zur Rekapitulation. Eine statische Typprüfung ist die, die zur Übersetzungszeit stattfindet. Also die nicht typisierten Sprachen, die prüfen ja immer erst den Typ, wenn sie tatsächlich laufen, wenn das Programm tatsächlich ausgeführt wird. So, aber dann möchte ich auf den ganzen Text, den ich hier geschrieben habe, nicht weiter eingehen. Das werden wir dann gleich feststellen. So, wir stellen uns jetzt mal ein Beispiel vor, wo wir eine Addiere-Methode für ein Integer und ein Float implementieren wollen. Wir haben also auf der linken Seite hier ein Integer und das hat auch eine Plus-Methode. Und wir haben auf der rechten Seite ein Float und das hat auch eine Plus-Methode. Hier steht jetzt nur x als Operand, als zweiter Operand. Wir brauchen an der Stelle keinen Typ, weil wir haben ja eine typenlose Sprache. Haben wir ja hier schon festgestellt. So, ich mache hier mal so einen Strich dazwischen. So, und weiter stellen wir uns vor, es gibt ja verschiedene Art und Weisen, wie man dieses Plus aufrufen kann. Ich kann also int plus int machen, ich kann int plus float machen, ich kann float plus float und float plus int machen. Ich will es kurz in so einer kleinen Tabelle hier unten hinschreiben. So, wir können uns jetzt natürlich vorstellen, dass eine Operation von int und int super schnell ist. Keine Ahnung, ich mache mal hier so einen Pfeil nach oben. Aber wenn ich jetzt float plus float rechne, das ist eher langsam. Ich mache mal so einen Pfeil nach unten. Und wenn ich int plus float rechne, dann muss ich das int ja eigentlich erst in float umwandeln. Ist also auch relativ langsam. Genau dasselbe Problem besteht hier bei int plus float. Beziehungsweise float plus int. Wie rum auch immer. Was für uns wichtig ist, wir wollen eine Unterscheidung treffen zwischen diesem hier und diesem hier. Das bedeutet für uns natürlich, wenn wir jetzt hier die Plus-Methode, ich mache das mal so... Und diese Plus-Methode, wenn wir die jetzt implementieren wollten, dann müssten wir hier fragen, irgendwie if x ist irgendwie vom Typ float und dann macht diese Operation. Und wenn es aber vom Typ x ist, wenn x vom Typ int ist, dann macht die superschnelle Operation. Also man kann hier zum Beispiel so primitive Operationen aufrufen, also so the float-Operation, hier int-Addition. So, und jetzt könnte es aber sein, dass wir das gar nicht wollen. Wir wollen gar nicht dieses if auf beiden Seiten implementieren. Und jetzt kommt dieser Double Dispatch ins Spiel. Sagen wir, ich rufe irgendwo plus auf. So, natürlich noch ein Objekt und da mache ich irgendwie ein y rein. Dann ist der Double Dispatch im Grunde nichts anderes als, ich nehme dieses y, schreibe es als Objekt dahin, rufe darauf plus auf und gebe als Übergabeparameter das x hin. Das heißt, ich habe die Parameter einmal ausgetauscht. Und das ist genau das, was wir... hier schon gesagt haben, nämlich einfach dieselbe Funktion mit vertauschten Parametern aufrufen. Das ist natürlich hier, dieses Plus ist natürlich ein anderes Plus. Das wird dann nicht mehr, weil natürlich hier das oben noch haben, wird dann nicht mehr hier hingehen, sondern das Plus wird natürlich dann hier rüber gehen. Also dieser Pfeil ist nicht, sondern der geht darüber. Und das ist im Grunde der Clou von diesem Double Dispatch, dass man sich das if spart und dann quasi automatisch das an das richtige Objekt geht, weil... Wir haben ja hier eine, oh, hier ist auch irgendwie das y weggekommen. Wir haben natürlich eine dynamische Typprüfung. Das heißt, hier würde natürlich dieses x aufgerufen werden. Also ich weiß ja nicht, von welchem Typ das ist, dieses Plus. Ich weiß ja nicht, von welchem Typ das x ist. Aber er würde dann zur Laufzeit feststellen, okay, x ist ja eigentlich ein int, also macht das Plus aufs int. So. Und jetzt mal unabhängig davon, dass diese Implementierung innerhalb von dem Plus hier drin steht, irgendwann würde er dann hier hinkommen und sagen, okay, y, von welchem Typ bist du eigentlich? Ach, du bist ja vom Typ Float. Dann guck doch in das Plus vom Float. Also das passiert völlig automatisch, ohne dass ich irgendein if dabei habe. Jetzt fragt man sich natürlich direkt erstmal, okay, warum macht man sowas eigentlich? Es ist doch überhaupt nicht schlimm, da ein if reinzumachen. Das ist vielleicht wahr, wenn man nur int und float hat, aber wenn man ganz viele Typen hat, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. So, um sich das jetzt aber besser vorstellen zu können, würde ich das Ganze nochmal gerne an einer Beispielimplementierung zeigen. Wir haben ja also immer noch unser Plus und unser Plus. Und soll natürlich hier innerhalb von dem Plus, ich weiß nicht, ich mache mal so wieder wie eben, das hier soll die Implementierung drinstehen. Hier soll jetzt quasi das x, also das, was übergeben wurde, plus aufgerufen werden.
Ja. Und ich schreibe mal hier jetzt einfach this rein. Ich komme von C++. Das heißt, er tauscht die Parameter um. So, wenn jetzt hier genau dasselbe drin steht, dann ist er blöd. Der spielt es darüber und der spielt es darüber und der spielt es darüber und naja, ist ungünstig. Deswegen machen wir das alles mal wieder weg hier. So ist alles blöd. Wir brauchen also noch ein bisschen mehr. Wir brauchen eigentlich eine zweite Methode, damit genau das nicht passiert. Wir schreiben uns hier in dieses Plus einfach mal ein Plus-Integer rein. So, und hier will ich mal die Implementierung reinschreiben. Was macht dieses Plus-Integer? Das macht jetzt eine superschnelle Integer-Addition. So, warum macht das jetzt eine superschnelle Integer-Addition? Weil wir wissen genau, wenn das hier ist, dann sollte es eigentlich int und int sein. Warum sollte es so sein? Wir können ja jetzt hier einfach mal die Implementierung von eben nochmal hinschreiben. So, jetzt rufe ich einfach auf dem Objekt, das, oh, muss natürlich plus Integer heißen. So, wenn es nämlich nicht plus Integer heißt, würde es ja im Zweifelsfall wieder genau dasselbe von eben aufrufen, so hin und zurück. Das wäre natürlich blöd. So, es ruft jetzt plus Integer auf dem Objekt. Das bedeutet für uns, nehmen wir an, wir rufen dieses Plus auf von dem Integer und tun da ein Integer rein. Also sagen wir tun hier eine 5 rein. Dann ruft er auf von der 5 plus Integer. Und 5 ist ein Integer, also sagt er, okay, du bist ja ein Integer, also geh zur Klasse Integer und rufe davon die Methode plus Int auf. Das kann natürlich hier auch Int heißen. So, und nehmen wir mal an, wir machen das mal wieder weg hier, wir tun da jetzt nicht 5 rein, sondern wir tun da zum Beispiel 5,2 rein. So, was macht er dann? Der ist hier, guckt sich das x an. Hm, x, das ist ja vom Typ float. Und auf dem Typ float soll er jetzt plus int aufrufen. Hm, ist jetzt noch nicht implementiert. Dann sollten wir das tun. So, dann ruft er das hier auf. Und da steht jetzt mal erstmal irgendwas drin. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wie sieht das jetzt aber für float aus, das float plus? Hier machen wir es genauso im Grunde wie hier. Wir sagen einfach, wir nehmen wieder den Parameter und sagen plus. Aber nicht int an dieser Stelle, sondern wir sagen hier float. So, und hier hinten auch wieder ein this rein. Passt jetzt gerade nicht. Wir stellen es uns einfach vor. Wir können auch mal hier diese Pfeile wieder wegmachen. Dann wird es ein bisschen übersichtlicher. So, plus float. Was macht er also? Er ruft, sagen wir hier, dieses x. Da tun wir jetzt eine 5,5 rein, wie wir sie eben hatten. Dann ruft er auf der 5,5, die ja ein float ist, die Funktion plus float auf. Das heißt, er sagt, x ist ein float, okay. Und auf dem float sollst du jetzt die Funktion plus float aufrufen. Die ist jetzt noch hier nicht hier drin, die implementieren wir jetzt. So, dann ruft er die auf und hier macht er dann eine float-Operation. Ich nenne es jetzt einfach mal so, also da geht es darum, das ist eine primitive Version. So wie hier es eine super schnelle Plus-Operation gibt, gibt es hier eine float-Operation, die eben im Prozessor implementiert ist sozusagen. Jetzt haben wir hier natürlich genau dasselbe Problem. Was passiert denn jetzt? Dann machen wir die nochmal weg hier. Auch das Komma nur so. Was passiert denn jetzt, wenn wir nur eine 5 ins x reingeben? So, dann wird er natürlich sagen, okay, x, das ist ja ein int. Und jetzt rufe plus float auf int auf. Auch hier ist es noch nicht implementiert, genau dasselbe Problem wie hier. So, wir wissen jetzt, wenn wir an diese Funktion hier unten kommen, dass das, was hier drin steht, also das this, ist ein float. Und das, was hier steht, ist offensichtlich kein float. Ach, Quatsch, Entschuldigung, voll andersrum. Wer gut aufgepasst hat, hat es gemerkt. Also, hier steht natürlich ein x drin, also hier vorne ist natürlich ein Integer. Wir sind ja hier auf der Integer-Seite, genau. Und hier steht ein Float drin. Was wir jetzt machen ist, wir rufen einfach wieder auf dem x das Plus Float auf und übergeben ihm das this. Was das zur Folge hätte, wäre, er würde hier dann, darüber gehen. Wobei er hier natürlich leider einen Float erwarten würde und das hier wird ja noch ein Int übergeben, weil das ja direkt hier einfach so reingegeben wird. Oh, da ist das aus dem Bildschirm raus. So. Was wir also machen müssen, damit das funktioniert, ist, wir müssen dieses this erst noch casten. So, weil wir hier ein bisschen wenig Platz haben, schreibe ich es jetzt mal nur hier oben hin. Wir sorgen also dafür, dass das Int, was vorher ein Int war, jetzt ein Float wird. Dann geht das Ganze hier rüber und dann passt auch diese Operation wieder. Dann addiert sie nämlich Float und Float. So, jetzt machen wir hier nochmal ein paar von den Pfeilen weg. So, also das ist hier ein bisschen chaotisch alles geworden, natürlich, wie immer. Jetzt ist natürlich noch hier diese eine unimplementierte Methode. Ich überlasse es euch, das weiterzudenken. Es wird nämlich im Endeffekt genauso aussehen wie das hier. Was wir also mit diesem Double Dispatch machen, ist im Grunde, wir definieren zwei Funktionen. Hier, oh, das war blöd. Wir definieren oben zwei Funktionen, das sind die. Und das sind sozusagen
die Funktionen, die, anders ist, die, die das Ganze an das Richtige weiterleiten. Was die dann machen ist, wenn es notwendig ist, die sagen, okay, das Plus geht dann dahin und das geht dann dahin. Wird also einmal so hin und her gereicht. Oder wenn wir hier sind und es ist ein Float, was hier reingegeben wird, dann geht der erst hier hin und von dem geht er dann hier hin. Beziehungsweise, weil das keinen Sinn macht, einen Float in einen Integer zu wandeln, würde der dann natürlich hier hingehen. Und wir kriegen auch noch mehr Pfeile auf das Ding. So, und wenn wir hier ein Integer reingeben, dann wird er direkt hier hingehen und dann hätten wir die super schnelle Plus-Addition. Ich gehe nochmal kurz ein Bild zurück. Wir waren hier und das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. In drei der Fälle rufen wir eine Float-Addition auf und in einem Fall eine super schnelle Int-Addition. So, das ist natürlich ein echt harter Hack-Mack und ist echt hart zu verstehen, finde ich, wenn man das nicht schon mal irgendwo gesehen hat. Wenn man es also noch nicht gesehen hat, im Quellcode sieht, fragt man sich, warum soll, was soll die Scheiße eigentlich? Wir können dazu ja nochmal ein Stück zurückgehen. Ich hatte hier geschrieben, dass es keine Funktionsüberladung gibt. Das ist klar bei typisierten Sprachen, weil wie willst du sie auch überladen? Und wenn du keine Funktionsüberladung hast, normal kannst du ja sagen, okay, du machst eine Funktion, die heißt Plus und dann gibst du ein Int rein und ein Float rein und dann hast du eine Funktion, die heißt Plus und dann machst du ein Float und ein Float und je nachdem kannst du dann so die Fälle unterscheiden, ohne irgendwo eine große If-Struktur drin zu haben. Das geht aber natürlich nicht, wenn du keine Funktionsüberladung hast, das ist klar. Das ist der eine Grund, um diesen ganzen Hack-Mack hier zu machen. Und der andere ist, wenn man jetzt nur Int und Float hat, das hatte ich eben schon mal angesprochen, dann würde ich persönlich das eher mit if machen. Das ist wesentlich einfacher und die Frage ist natürlich, wenn du hier von einer Funktion zur nächsten gehst und dann wieder irgendwie und so, das ist ja jedes Mal irgendwie ein Stack, der aufgebaut werden muss. Ob das jetzt wirklich schneller ist, ob das jetzt weniger Speicher frisst, das weiß ich nicht. Und besser verständlich ist es jetzt auch nicht unbedingt. Aber wenn du eine ganze große Typenhierarchie hast oder Klassenhierarchie, sagen wir lieber, und es nicht nur ein plus int oder ein plus float gibt, sondern auch noch ein plus komplexe Zahl oder plus rudimentäre Zahl oder plus was auch immer für eine Zahl oder plus Dreieck, dann ist das hier die wesentlich angenehmere Variante, weil man hier genauso wie bei der Funktionsüberladung einfach ganz dynamisch die neuen Funktionen überall implementieren kann und nicht dann in jeder Klasse irgendwie eine Plus-Funktion hat, die eine If-Struktur hat, die ungefähr, weiß nicht, 200 Zeilen lang ist, je nachdem, wie groß das Programm ist, was man schreibt. So, und jetzt auch endlich abschließend nochmal kurz der kleine Trick, der dabei ist. Wenn man eine Funktionsüberladung machen kann, dann würde der Compiler ja von Anfang an gucken, welche Funktion ausgeführt werden soll. Das heißt, er guckt sich den Parameter an, guckt, welcher Typ das ist und wählt dann entsprechend die Funktion aus. Und in typenlosen Sprachen können wir das aber gar nicht. In typenlosen Sprachen wird nur das ausgewertet, was davor steht. Und genau den Trick benutzen wir hier beim Double Dispatch. Anhand dem, was eben hier vorsteht, sagt er dann, soll er das nehmen, das nehmen, das nehmen, das nehmen oder was auch immer. So, ich hoffe, das sehr textreiche Video diesmal hat mehr Verständnis als Verwirrung zur Folge. Ja, und